Euch fehlt noch das Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Hier kommt unsere Idee. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen DIY-Video. Und diesmal nicht alleine, diesmal ist Brina mit dabei. Ähnliche Konstellation wie beim Livestream. Ja, kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja. Wir haben noch was anderes an und das ist nicht live, das heißt, uns kann ein paar Patzer passieren, aber das wollen wir natürlich nicht. Was machen wir denn heute? Wir machen die Duschjellies, die wir auch schon in unserem Livestream gemacht haben. Nur mit einer Ausnahme, wir nehmen heute Gelatine anstatt Agar-Agar. Wir haben nämlich ein paar Nachrichten bekommen, dass nicht bei jedem das Agar-Agar fest geworden ist. Deswegen zeigen wir euch jetzt die Alternative nochmal mit Gelatine. Genau? Ja. Was wollen wir denn alles? Wie schon erwähnt, Gelatine. Ich darf dir das mal kurz geben. Ja, man kann auch Blattgelatine nehmen, ne? Ja, dann muss man aber die vorher einweichen lassen. Also einfach dann nach Verpackungsrezept. Aber wir haben jetzt hier sofort Gelatine als Pulver. Dann Duschgel. Nach Wahl. Nach Wahl. Also Männer, Frauen, farbig, nicht farbig, egal. Wir nehmen heute dieses hier, denn wir möchten natürlich auch unser Glitzer wiederverwenden. Wir brauchen Salz, Wasser, kochendes Wasser, die Silikonform und ist übrigens egal, was ihr nehmt, was ihr gerade zu Hause habt. Wir haben jetzt, also ich habe Mickey Maus, aber du hattest letztes Mal Herzen dabei, ja, Quadrate, was ich auch noch bei einer anderen gesehen habe, die mir ein Foto geschickt hat, die hat sogar noch Blüten, getrocknete Blütenblätter reingemacht in ihre Duschjellies. Das ist auch eine gute Idee. Also als Geschenkidee wirklich sehr, sehr gut, falls ihr noch jetzt kurz vor Weihnachten nicht die passende Geschenkidee habt. Die Geschäfte haben ja jetzt zu, also ran ans Werk. Genau, und wir fangen jetzt an. Der erste Schritt ist erstmal heißes Wasser aufkochen im Wasserkocher. Das haben wir gerade getan. Dann erstes Wasser, ne? Erstes Wasser, dann Salz und die Gelatine einrühren. Und dann gut verrühren. Und dann brauchen wir noch 150 Milliliter Duschgel. Habe ich gesagt, dass wir 150 Milliliter Wasser brauchen? Hast du gesagt. Okay. Dann, Brina, bitte das Wasser. Ja, ich mache es nochmal ganz kurz an, dass es auch richtig kochend heiß ist. Das hat auch gerade noch gekocht. Ja, aber es köchelt jetzt nicht mehr. Sicher ist sicher. Wir wollen keine Patzer diesmal. So, Vorsicht. Ich stelle es am besten hin. So, du darfst rühren. Ich darf rühren und du... Ich hole das Salz in der Zeit. Ah, ja. Uff. Dieser Duft, egal von Agar-Agar oder Gelatine, ist nicht der angenehmste. Oh. So, soll ich schon mal... Kannst du schon mal abmessen? Ja, gerne. Boah, das stinkt. Agar-Agar stinkt schon, aber das ist ja... Oh. Sei froh, dass du nicht an der Gelatinefabrik wohnst. Wohnt zwar einer oder was? Nein, aber ich kenne eine. Oh Gott. So. 150 Milliliter Duschgel. Mal ein bisschen höher. Man sieht, was wir hier fabrizieren. Und wenn du ganz kurz aufhörst zu rühren, schabe ich mal den Rest raus. Keine Verschwendung hier haben. Während ich rühre, musst du noch das Glitzer in die Silikonförmchen tun. Also ihr seht, das ist ein sehr, sehr easy, einfaches Rezept. Nachmach. Wollen wir viel Glitzer? Wir wollen viel Glitzer. Glitzer geht immer. Also wirklich, wenn ihr echt noch keine Idee habt, ich finde Schwiegermutter, Mutter, Oma, freuen sich immer mehr über selbstgemachte Sachen, als wenn man irgendwas kauft. Das stimmt. Und das ist auch bei meiner Schwiegermutter so. Und ja, deswegen finde ich es echt eine gute Geschenkidee. Duschgel hat ja jeder zu Hause. Und Gelatine bekommt ihr auch noch im Supermarkt. Und ja, einfach loslegen. Ne? Man könnte ja vielleicht so kleine Geschenke noch damit reinpacken. Was meinst du? Zum Beispiel, wenn du jetzt jemandem einen Ring schenken willst, könntest du den dann noch reinpacken. Das stimmt. Muss man nur aufpassen beim Duschen. Ja. So, dann muss der Person vorher sagen, dass noch was drin ist.
schön die Pizza. Genau, und das kommt jetzt einfach in die Silikonförmchen. Soll ich das halten, dass man es sieht? Du kannst auch sonst die Kamera in die Hand nehmen. Jetzt sieht man das Glitzer auch, denke ich mal, ganz gut. Ja, ach, das duftet so gut. Ja, jetzt ja. Es gab mal früher eine Puppe, die nach diesem Duschgel gerochen hat. Deswegen liebe ich das Duschgel so sehr. Also mit Blütenblättern oder so finde ich das auch ganz hübsch. Ja. Na, guck mal, das reicht nicht ganz aus. Na. Einen halben. Ja, aber das wird doch trotzdem. Man könnte ja auch einfach die Menge dann verdoppeln und in einer großen Schüssel holen. Genau. So. Und das kommt jetzt wie lange in den Kühlschrank? 2 bis 3 Stunden ungefähr. Dann warten wir mal auf das Ergebnis, ne? Ja. Gut. Ja, einige Stunden sind ja jetzt vergangen. Ich habe auch meine Frisur mittlerweile ein bisschen geändert, weil wir noch zwischendurch ein Foto gemacht haben. Aber unsere Jelly ist etwas geworden. Möchtest du es mal präsentieren? Bisschen klitschig, Moment. Es rutscht vom Teller, aber sie riechen super, super gut. Die Glitzer sieht man leider in der Kamera nicht, aber... Sollen wir es mal probieren? Ja, man hochnehmen ist nicht so ganz so... Komm. Dann nimm du das mal. Ja, das sind übrigens noch die anderen. Die sind noch hier im Förmchen drin. Kopf verstecken. So. So sieht das Ganze dann aus. Also wenn ich das jetzt so fertig sehe, glaube ich, mit den Blüten da drin, das wäre wirklich eine gute Idee. Ja. Und vielleicht, du hast gemeint, vielleicht noch mehr Gelatine. Ja. Wir haben jetzt ein Päckchen von dieser Sofort-Gelatine reingemacht. Habt ihr ja gesehen. Genau, so sehen die aus. Tschüss. Ich finde die süß. Die sind auch süß, aber die sind sehr glitschig. Aber das sind ja Jellies. Willst du mal zeigen, wie leicht man die aus der Form kriegt? Eine glibrige Angelegenheit. Aber trotzdem leichter als einen Kuchen daraus zu holen. Also ganz, ganz easy. Ja. Aber mit den Blüten, vielleicht werden sie auch stabiler ein bisschen mit Blüten. Das kann sein. Vielleicht kommt es auch immer ein bisschen auf die Marke drauf an, die man benutzt. Von dem Duschgel, ja, das kann auch sein. Erstens vom Duschgel, aber auch vom Dickungsmittel. Von der Gelatine meinst du? Ja, oder Agar-Agar, was auch immer man ja immer benutzt. Ja, also das sind unsere Duschjellies. So. Unsere Last-Minute-Geschenk-Idee. Ansonsten, wenn ihr das nachbastelt, könnt ihr das ja gerne uns auf Instagram zeigen, schicken, uns verlinken. Ne? Ja, freuen wir uns auch drüber. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen 4. Advent. Auf jeden Fall. Frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir sehen uns bestimmt noch vorher, aber Prina werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr sehen. Nein, leider nicht. Erst im nächsten Jahr, aber wir haben ja noch ganz viele Videos zusammen geplant. Das stimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Ciao!